Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück in La Nouvelle France im Jahre 1692 sind wir. Und ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, wir haben ja jetzt hier sehr starke Pelzwarenproduktion hier in Port-Royal und Trois-Rivières. Zwei Städte, die jetzt tatsächlich Importe von Fellen brauchen, so dass wir uns jetzt wirklich mal umschauen müssen. Und es gibt so ein paar Kandidaten, ein paar Städte, die da in Frage kommen. Als erstes, gar nicht so weit entfernt, in Ville-de-Troyes, können wir hier durchaus noch Felle produzieren, die hier nicht verarbeitet werden. Und das werde ich jetzt mal verändern. Wir werden hier den Freund zum Trapper machen und den... Der braucht keine Zigarren drehen, der wird jetzt mal zum Fischer, sodass die Nahrung soweit stimmt und wir bekommen jetzt plus 7 pro Runde hier immerhin Felle. Und dementsprechend habe ich auch schon mal hier die Tracks umsortiert. Dieser Track ist jetzt, fährt jetzt nur noch zwischen Port-au-Prince, Trois-Rivières nach Port-Royal. Den habe ich umdisponiert und hier habe ich einen neuen Track gemacht. Nee, wo ist er? Hier. Der Ville-de-Troyes-Planwagen. Der wird jetzt von Ville-de-Troyes eben die Pelze nach Port-Royal bringen. Und was hier noch hergestellt wird, nämlich Textilien. Genau. Das ist sozusagen die erste Maßnahme. Dann werden wir sukzessive von diesen drei Städten auch Pelze hier rüber transportieren. Das muss aber erstmal noch ein bisschen aufgebaut werden. Da müssen wir ein paar Indianer hinschicken oder im besten Falle Trapper. So, in Trois-Rivières ist das wieder auf die Schiffswerft gesprungen. Hier werde ich mal wechseln auf, ja, ich glaube sogar die Tranfabrik hier. Nee, die Pelzwarenfabrik, wollte ich sagen. Genau. Wir sind zwar hier auch schon im Minus mit den Fellen, aber wie gesagt, wir bauen da jetzt so einen Import auf. So, in Port-Royal haben wir zu viele Leute. Sehe ich gerade, wir haben minus 4 Nahrung, da müssen wir was machen. Auch hier müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt die paar Zigarren herstellen. Den werden wir mal nach draußen setzen als Siedler. Und dann, ja, die Frage, wo bringen wir ihn dann hin? Ich glaube, hier unten. Hier könnten wir zum Beispiel, ja, hier können wir auf jeden Fall noch jemanden ernähren. Der kann da runtergehen. Wobei, die Dame muss ja auch noch kommen. Wir könnten ihn höchstens zum Bauern machen. Nee, der muss hier hin. Nee, ich glaube, der Ort unten kann im Moment niemanden mehr ernähren. Ja, dann muss er weiter gen Westen. Gut. Hier vielleicht hin. Alles klar, soweit. Und in Champlainville will ich auch noch was machen. Und zwar haben wir hier zu viel Eisen. Wir produzieren hier einfach zu viel. Der wird für eine gewisse Zeit hier als Zimmermann arbeiten und Erkundungspunkte erschaffen. So, damit wäre das erstmal erledigt. Wir machen weiter. Wir sehen, dass da schon wieder ein englisches Schiff kommt. Darum müssen wir uns eigentlich kümmern. Aber erst einmal ist in La Nouvelle-Orléans die Stadthalle gebaut worden. Okay. Gut, das heißt, hier können wir auch einen weiteren Ausbau machen. Ja, ich würde mal sagen, Palisade sollte jetzt auch hier sein. Das sollte zumindest Standard sein. Okay, ja, sehr gut. Wir haben es geschafft, Leute. Vasco Núñez de Balboa ist jetzt der unsere. Wunderbar. Okay, das ist jetzt richtig, richtig für unsere Geschichte. Dann haben wir ihn hier. Hervorragend. So, hier wird wieder verkauft. Wir haben 1700, das reicht aber nicht für weitere Investitionen, denn als nächstes möchte ich wieder nochmal einen Staatsmann holen, deswegen wird er zurück nach Port-Royal segeln. Gut, wen haben wir als nächstes? Wieder irgendwo einen freien Kolonisten. Wo haben wir ihn? Hier. Ist er dort entstanden? Soll er hier weiterarbeiten? Das ist die große Frage. Holz haben wir nicht mehr so richtig. Naja, er könnte noch so lange hier im Rathaus stehen, bis hier die Staatsmänner kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Das lohnt sich durchaus. Ernähren können wir ihn dann locker und die Glocken brauchen wir. So, die Dame ist jetzt angekommen. Wir werden jetzt bald hoffentlich diesen Webereibetrieb haben. Das heißt, sie kann hier schon mal starten. Wir haben jetzt plus 1. Ja, na mal gucken, wir bauen das ja gleich zum Webereibetrieb aus, dann wird der dort wieder reinwechseln. Lassen wir es erstmal so, wie es ist. Das müssen wir nochmal verändern.
Okay. So, hier ist ein Pionier. Wir haben jetzt ein bisschen Pionierüberschuss. In Newport können wir aber noch Sachen ausbauen, sehe ich gerade. Das ist okay. Hier sind Ruinen und eine Straße. Das heißt, hier, ja, wollen wir hier für Farmen sorgen, Bauernhöfe. Oder wollen wir hier irgendwann auf Tabak setzen? Wobei, ich glaube, das macht in dieser Phase ehrlich gesagt keinen Sinn mehr. Ich werde, glaube ich, hier dann eher mal einen Bauernhof bauen, um dann andere Dinge zu ermöglichen. Jawohl. So. Alles klar. Wir haben hier den Pionier, den hatten wir uns hier stibitzt. Und ich würde mal sagen, den machen wir eigentlich zum Freien. Aber erstmal schicken wir ihn hier hin und dann können wir das immer noch entscheiden. So, da hier ist ein Meisterpelzhändler angekommen, den wir eigentlich gar nicht hier haben wollen, weil wir hier vor allem Pelze selbst verschicken wollen. Aber wo er schon mal da ist, wird er dann hier auch arbeiten. Dann wird er zum Trapper eben. Und ihn machen wir zum Pelzhändler. Das ist genau in der Waage zumindest. Auch nicht schlecht. Gut. Soweit, so gut. Hier ist der freie Planwagen da, denn wir bringen hier Werkzeug, um den Webereibetrieb jetzt gleich bauen zu können. Und damit fahrt ihr zurück. Wir können mal einen kleinen Zwischenhalt in Petit Goave machen. Denn da nehmen wir auf dem Rückweg mal ein bisschen Baumwolle mit. So, und wir haben noch weitere freie Planwägen, denn wir müssen auf jeden Fall nochmal auf Tour gehen und Werkzeuge runterbringen. Hier haben wir 117, aber ich glaube, hier haben wir einiges mehr an Werkzeugen. 164. Tja, wartet mal. Vielleicht sammeln wir mal allgemein ein bisschen zusammen. Gehen wir mal dort rüber. Und schauen wir mal. Gut, mehr ist dann erstmal nicht zu tun. Weiter. Das Schiff ist dort und da werde ich hier auch nochmal Orléans eintippen, damit ich weiß, wo wir das immer hinschicken. Na, ich bin nicht in der Lage, das vernünftig zu schreiben. Orléans. So muss es sein. Okay. So, dann laden wir erstmal ein, was hier einzuladen ist. Was nicht so viel ist. Das ist ja immer hier nur eine kleine Tour, die hier gefahren wird. Mehr ist hier nicht zu holen. Wir können ja mal ausnahmsweise auf dem Rückweg hier halt machen, wobei der kommt eigentlich auch klar, denke ich. Oder haben wir hier zu viel Überschüsse? Ne, hier ist eigentlich noch nichts im roten Bereich. Hier auch nicht. Ne, also die Galeone kommt klar. Ne, dann fahren wir direkt nach Europa. Das ist in Ordnung. So, hier ist ein freier Kolonist angekommen. Aber wir können, glaube ich, jetzt mal wieder einen Bauern hier gebrauchen. Deswegen schicken wir ihn mal dorthin zum Lernen. Der kühne Pionier sollte hier noch irgendwas machen. Ja, der sollte hier noch ein Lager bauen. Sehr gut. Und das Schiff dürfte ausgeheilt sein. Wir können es sogar befördern. Veteran, Navigation, Plänkler. Ich würde mal sagen, wir machen Veteran 3 daraus und werden uns jetzt hier vor die englische Stadt stellen. Und wir können ja mit dem Schiff genauso bombardieren. Fällt mir gerade auf. Wir können schon mal damit beginnen. So, der freie Planwagen. Der sollte hier Werkzeuge einladen. Und zwar alles, was möglich ist im Moment. Wobei das erfordert, oder das kriegen wir locker bis dahin. Und dann machen wir mal kurz einen Halt in Montreal. Da laden wir ein paar Werkzeuge aus, laden in Quebec noch welche ein und fahren dann gen Süden. So wird es geschehen. So wird es geschehen. Die Frage ist, wollen wir eigentlich in diesen kleinen Orten, wo wir Erkundungspunkte jetzt gerade herstellen, das weitermachen oder wollen wir noch was anderes abgreifen? Wir gucken mal nicht hierhin, sondern hierhin. Lohnt sich dann für uns noch irgendwas? Im Erkundungsbereich sind wir, glaube ich, durch. Die Sache hat sich also in jedem Fall erledigt. Ja, aber das war sehr, 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 sehr wichtig für unseren Befreiungskampf. Im Religionsbereich. Was ist denn mit dem hier? Das finde ich noch interessant. Biete 5 weise Staatsmänner. Das können wir durchaus noch
richtig gut gebrauchen. Falls uns da nicht jemand zuvorkommt, dann würde ich sagen, stellen wir tatsächlich in allen Siedlungen, wo wir bisher Erkundung machen, auf Religion um. Ja, dann gehe ich mal durch. So, wo ist das noch? Festung vor, Zeitung. Petit Goaf. Gehen wir auf Religion. Fort Caroline. Fort Caroline. So, und Champlainville, da könnten wir allerdings jetzt mal wieder was anderes produzieren, oder? Ich gucke mal. Die Festung wäre zum Beispiel eigentlich da mal angebracht, weil der Ort wird vermutlich auch schnell angegriffen werden während des Befreiungskampfes. Gehen wir mal hier auf Festung. Hier sind wir noch auf Erkundung, da gehe ich auf Religion, hier auch. Und dann müssen wir... Nein, jetzt haben wir das einmal geändert. Sehr schön. So, die Festung in Quebec ist gebaut. Hervorragend. Wie sieht denn das jetzt aus? Können wir noch nicht ranzoomen, das machen wir später. Jetzt ist die Frage, was wird hier weiter produziert? Irgendwann müssen wir ja anfangen, im Übrigen auch leichte Artillerie oder sowas zu produzieren. Das können wir hier gar nicht, oder? Doch, können wir. Artillerie-Garnison, 3 Runden dauert das hier immer. Ja, aber noch verbessern wir uns hier weiter. Wir können den Regierungspalast mal machen. Das wäre, glaube ich, vermutlich das Wichtigste zunächst. Wir könnten auch eine Schmiedemanufaktur machen. Erz haben wir genug. Dann produzieren wir noch mehr Werkzeuge. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Oder wir können eine Universität, denn wir haben dort ab und an Schüler. Aber ich würde sagen, wir machen doch zuerst den Regierungspalast, weil Glocken jetzt wirklich mal langsam wichtig sind. Wir müssen auf unsere auf die Freiheitspunkte hier kommen, auf die Prozente. Da sind wir noch nicht so ganz so gut. In Montreal ist das vorgebaut worden. Auch hier jetzt die Frage, wie es hier weitergeht. Oh, es fehlen tatsächlich jetzt hier Eisenbahnen. Aber die werden demnächst kommen, deswegen lasse ich das mal so. Da haben wir noch ein Problemchen. Wir könnten aber hier vielleicht die Schmiede weiter ausbauen. Mal gucken. Weberei, Pelzhändler, Schmiedemanufaktur. 24 Runden ist natürlich ganz schön lang. Zeitung. Bei einem Staatsmann lohnt sich das. 14 Runden zu investieren, bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm, wir machen es mal. Glocken ist jetzt wichtig. Lagerhauserweiterung haben wir in Cayenne jetzt gebaut. Gut, soweit. Das löst ja auch ein paar Probleme. Ansonsten ist das Ding jetzt hier gar nicht mehr so wichtig. Rathaus jetzt ausbauen. Das wird jetzt eher Rohstoff. Produzent hier als irgendwie eigene Produktionsstätte. Deswegen würde ich sagen, gehen wir tatsächlich hier auch auf Religionspunkte. Um dort das Ding irgendwie zu kriegen. Wobei die Frage ist, brauchen wir Politikpunkte, machen wir glaube ich automatisch, ne, über die Glocken. Da müssen wir mal gucken. So, der Webereibetrieb ist gebaut, das ist auch gut. Dann haben wir jetzt hier plus 24 und hier minus 14. Das heißt, der Moment ist gekommen, wo der Baumwollpflanzer hier Baumwolle produziert. Dann sind wir hier bei minus 4. Das ist doch okay. Nahrung ist auch super. Die Produktion ist jetzt hier eher mäßig. Die Frage ist, was wollen wir eigentlich hier noch? Trockendock brauchen wir hier nicht, denke ich. Höchstens eine Weberei, Fabrik, Sägewehr könnte man nochmal ausbauen. Druckerpresse ist hier sinnlos, weil wir keine Staatsmänner haben. Oder nochmal eine Lagerhauserweiterung. Ja. Machen wir das als nächstes. Gut, so, hier ist irgendwie ein freier Kolonist angekommen. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem hier anstellen wollen. Holz gibt es nicht zur weiteren Produktion. Das ist ein bisschen frustrierend. Eigentlich ist der Ort denkbar ungünstig. Ich würde ihn fast verlassen. Aber dann kommen die Spanier uns näher. Das muss auch nicht sein. Lohnt es sich, hier jemanden hinzubringen? Auch hier gibt es kein Holz für die Produktion. Na gut, aber da sind noch ein paar ältere Holzreserven, da kann er wenigstens irgendwas machen. Das ist soweit okay. So, der freie Planwagen ist da.
Dann werde ich hier mal tatsächlich jetzt 100 da lassen. Dann kann hier weiter an den Waffen produziert werden. Und dann fahren wir noch nach Quebec. Auch okay. Und die Galeone ist zurück. Und die bringt diese vielen, vielen Leute, die wir haben wollten. Ein Staatsmann, der sollte nach Port-au-Prince, glaube ich, der nächste. Wenn ich mich recht entsinne. Dann haben wir hier den mitreißenden Prediger, den wir eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen. Die haben wir ja auf unsere Seite gebracht. Ich würde mal sagen, dem nehmen wir den Beruf weg. So. Und den schicken wir dann hier nach Boston. Da kann er, glaube ich, in jedem Falle sinnvolle Arbeit leisten. So, der Meistertrankocher kommt natürlich nach Trois-Rivières, das ist ganz klar. Und dann haben wir noch einen Meister-Zigarrendreher und den wollte ich tatsächlich hier einsetzen. Okay. Weil wir haben hier relativ große Tabakbestände, die können noch abgearbeitet werden und der Siedler kommt nachher hier rein. Und damit sind wir dringend, müssen wir dringend hier Sachen wegtransportieren, die hier schon unsere Lager maximal befüllen. So, was sollten wir noch machen? Silber ist noch nicht ausreichend. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das, wo am meisten da rumliegt. Halt, nee, Quatsch, das war falsch. Das ist das hier. 157, nehmen wir das nochmal mit. Okay, reich beladen, kehren wir zurück nach Europa. Hier ist unser Schiffchen. Das kann aber im Moment nicht bombardieren. Warum nicht? Warum konnte es... Achso, weil wir dann in dieser Runde schon bombardiert haben. Alles klar. Sehr schön. Der Westindienfahrer ist hier. Kann wieder Zeug aufnehmen. Das ist auch gut. Ja. Und ist auch schon ganz gut beladen. Auch er fährt zurück. Sehr schön. Gut. So weit, so gut. Dann weiter. Die Palisade hier in Newport ist gebaut. Wir produzieren hier ganz ordentlich, weil wir sehr viel Holz haben. Lohnt es sich dann hier im Ort weiter zu entwickeln? Man könnte hier ein Sägewerk bauen. Fände ich ganz gut. Machen wir das mal als nächstes. So, und langsam erreichen wir den Höchstsatz der Steuern. Alles klar, soweit. Hier ist ein freier Kolonist angekommen. Hier ist allerdings schon alles besetzt. Trotzdem haben wir enormen Überschuss hier an Nahrung. Plus 9. Ist ja der Hammer. Aber es gibt irgendwie keinen Bereich, wo wir ihn jetzt hier noch sinnvoll einsetzen können. Wir haben hier noch plus 2 Tabak. Also hier ist sozusagen alles belegt. Da bringt es nichts. Wir könnten ihn höchstens hier auf eine Schule stecken oder hier reinstecken. Da haben wir minus 4. Ne, das ist doof. Dann kommt er eben zur Schule. Das ist auch okay. Lernt er irgendwas. So, es wird bombardiert. Was ist eigentlich hier mit euch? Könnt ihr mal angreifen? 21? Nein, auf keinen Fall. Wir bleiben dann einfach nur hier stehen, blockieren das Feld weiter. Und der freie Kolonist, den wollte ich nämlich hier auch in die Schule stecken. Gut. Prima. So, in Port Royal ist der Moment jetzt gekommen, tatsächlich, wo wir keine Pelze mehr haben. Wo es hier einfach zu fett ist, was wir produzieren. Minus 16. Boah, Wahnsinn. Hier wird das aber abgeholt. Ja, wir brauchen mehr Pelze aus dem Osten. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir was ändern. Dann wird der mal kurz abgezogen und stellt ein bisschen Glocken her. Dann haben wir hier nur minus 4 vorerst. Das wird durch den Import dann sicher abgedeckt. So, die Galeone ist auch jetzt hier, um Zeug einzuladen. Dringend nötig, wie wir sehen. Dringend nötig. So, nehmen wir mal hier was mit. Oh Gott. Die Lager sind ja echt hier gut gefüllt. Also die Produktion läuft jetzt eigentlich relativ gut.
also das volle Schiff, direkt zurück nach Europa. So, ein freier Planwagen. Genau, hier wollten wir jetzt noch das Werkzeug einsacken. Und zwar wirklich 200. Und jetzt geht es runter und wir müssen, glaube ich, in vier verschiedene Städte. Fangen wir mal mit Port-au-Prince an. Wir müssen alle vier, glaube ich. Ja. Okay, ein freier Kolonist ist hier. Ach so, da wissen wir, ach so, den Pionier, ja genau. Den werden wir jetzt, glaube ich, komplett auch seinen Beruf wegnehmen. Geht aber nicht. Hier geht das. Nee. Ach, das ist ja schon ein freier Kolonist. Alles klar. Der arbeitet nur als Pionier. Da will ich ihn gerne auch in die Schule bringen. Aber er hat sich bewegt, deswegen geht das in dieser Runde nicht. Jedes Mal falle ich drauf rein. So, hier kann aber noch was geschehen. Hier können wir zum Beispiel noch ein bisschen mehr produzieren. Religionspunkte. Die Frage ist, wartet mal, mangelt es wirklich an den Religionspunkten bei dieser Sache? Oder an Politikpunkten? Nee, Politikpunkte haben wir genug. Es sind tatsächlich die Religionspunkte. Okay, sehr schön. So, hier haben wir einen freien Planwagen hingeschickt, weil der hier mal was abholen sollte. Und zwar Baumwolle. Für Quebec, das müssen wir im Moment noch manuell ranbringen. Gut. Okay, liebe Leute. Also, die Wirtschaft brummt. Wir werden das noch ein bisschen weiter optimieren. Aber es wird dann der Zeitpunkt kommen, wo wir uns voll und ganz auf die Vorbereitung der Revolution konzentrieren werden. Aber noch ist im Moment nicht gekommen. Noch können wir ein bisschen optimieren. Wobei, wirklich, wir haben jetzt inzwischen 4, 5 Städte, die, würde ich sagen, schon perfekt besetzt sind. Das heißt, wir können dann alle Kraft dann auf immer noch die weiteren Städte im Westen wenden. Sodass wir sukzessive dann, ja, die ganz großen Städte gut ausgebaut haben und die kleineren, die können wir dann entweder ignorieren ab einem bestimmten Zeitpunkt oder vielleicht Stück für Stück auch noch ausbauen. Mal gucken, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ansonsten genügt es ja, glaube ich, für die Revolution, wenn wir einfach so Kernstädte verteidigen und uns auf die konzentrieren. Man wird nicht überall perfekt dastehen können. Na gut, aber das sind alles Gedanken, die schon weit in die Zukunft hineinreichen. Wir machen erstmal nochmal nächstes Mal weiter mit dem Verbessern und Verkaufen und so weiter und so fort. Also bis dann, macht's gut, euer Steinbein.